Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Ja, wir haben in der letzten Folge sozusagen die Küche betreten und haben hier dem Koch ein bisschen geholfen, indem wir ihm einen Brühwürfel in den Suppentopf reingeworfen haben. Allerdings hat es dann da ziemlich angefangen zu rauchen. Und anschließend konnten wir uns den Wok und eine Pfanne von der Küche rausnehmen und haben damit dann den Spuckwettbewerb draußen im Hinterhof anscheinend gewonnen und haben auch sogleich eine Zeitung bekommen, mit der wir Officer Murray ablenken konnten, damit der Dieb endlich rein kann und natürlich die Box, also die Schwestern, wie sie sich genannt haben, entfernen kann, beziehungsweise ja, zusammengeschlagen hat. Ja, und am Ende war sozusagen nur mehr ein Brecheisen da. Das haben wir mitgenommen und jetzt ist mir vor der Aufnahme noch eingefallen, wir können ja versuchen mal mit dem Brecheisen vielleicht unter Umständen den liebenswerten Mann, der da eingeklemmt wurde von Bruno, einfach mal aus seinem Klappbett befreien. Versuchen wir das einfach mal. Wir haben das Brecheisen, also wenden wir uns einfach mal aufs Klappbett an. Mal gucken, ob das funktioniert. Tatsächlich! Juhu! Puh, scheiße, ich wäre fast draufgegangen! So, jetzt bist du in Sicherheit. Mann, keine Ahnung, wer du bist, aber danke, echt, vielen Dank! Ach komm, es war doch gar nichts. Nichts? Ich wär fast erstickt. Ich schulde dir was, Mann. Sag mir, was ich für dich tun kann. Irgendwas. Brauchst du? Nee, danke. Probier's mir abzugewöhnen. Ach echt? Hab's ein paar Mal probiert, aber die kleinen Scheißer lassen meinem keine Ruhe. Hör zu, wir machen's so. Ich kontrolliere hier drin den Verkehr von Nikotinkaugummis. Das ist das Einzige, an das Lisi nicht selbst drankommt. Also kriegt das von mir. Aber wenn du welches brauchst, kriegst du's. Hier, nimm. Alles deins. Übrigens, ich bin Karl. Obwohl mich alle Mr. Touchdown nennen. So, hier deine erste Packung. Oh, danke. Ich bin Randall und du musst das nicht machen. Hab doch nur... Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du mir das Leben gerettet hast. Weißt du was? Ich werde jetzt Nikotinkaugummis nur noch exklusiv an dich liefern. Ich schreib's mir ins Auftragsbuch. Ehrlich, ich bin hier nur vorbeigekommen und... Ich schick dir jeden Morgen eine Packung in die Zelle. Lass es dir schmecken, Mann. Wow, danke. Ich mache auch leckeren Selbstgebrannten. Da, schau mal ins Waschbecken. Willst du probieren? Mal los. Ich mach mir nichts aus Selbstgebrannten. Glaub mir, Kumpel, sowas hast du noch nie probiert. Verglichen damit schmeckt Bruno wie Rattenpisse. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, Bruno hat immer was von Rattenpisse im Abgang. Egal. Was ich sagen will, mein Schnaps ist allererste Sahne. Nach den striktesten hygienischen Vorschriften fermentiert und er schmeckt gut. Eine Menge von den Tunden hier drin sagen, er ist reinstes Gift. Nur weil er wie Gift schmeckt. Aber du sagtest doch, er schmeckt super. Ja, wie Gift. Aber das ist nur der Geschmack. Wenn du fliegen willst, gibt's nichts Besseres. Der ist sogar so gut, dass ich mir den patentieren lassen will und nach draußen verkaufen. Hast du schon über einen Namen nachgedacht? Irgendjemand hat behauptet, dass er ihn an einen anderen Drink erinnert. Grog. Echt? Kann dein Schnaps Metall zum Schmelzen bringen? Tja, ein paar Jungs sagten ab und zu ist mal ein Loch in der Tasse. Dachte ich mir. Tja, dann nenn das Zeug doch einfach Grog. Weiß nicht, hab ich noch nicht entschieden. Also, was kann ich sonst noch für dich tun? Naja, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Okay, dann bis später. Yo, wir kriegen also von dem guten Herrn Karl, kriegen wir jetzt jeden Morgen eine Nikotinkaugummi in die Zelle geschmissen. Das ist ja auch nice. Und ja, und jetzt haben wir hier gerade einen Nikotinkaugummi bekommen. Wie geil ist das denn? Können wir damit vielleicht hier das Loch des Glases vielleicht stopfen? Tatsächlich. Super. Ich habe das Loch im Glas geflickt. Tatsächlich. Okay, dann würde ich aber gern was von dem Schnaps da mitnehmen, wenn es geht. Jawohl, sehr schön. Und wir haben hier eine Flasche. Die nehmen wir auch noch mit. Das ist die Flasche, die Karl hatte. Ja, die nehmen wir mit. So, siehst du mal. Ist die Flasche also auch im Inventar drin. So. Ja.
Was können wir noch machen? Können wir mit ihm nochmal quatschen? Ich glaube, der kann mir gerade nicht behilflich sein. Okay. Der kann mir also nicht behilflich sein momentan. Gut, aber wir haben ihn auf jeden Fall schon mal befreit. Das ist schon mal ganz schön. So, hat sich da in der... Moment mal. Jetzt fällt mir aber noch was ein. Momentchen mal. Wir haben Schnaps. Können wir... Wir können doch den einen Mitgefangenen, der da am Futtern ist, ne? Auf dem Hof. Den können wir doch sicher irgendwas rein... Den können wir ja ablenken mit einer gewissen Aussage. Können wir den vielleicht irgendwas ins Essen schmeißen? Wie zum Beispiel eben Breter voll Schnaps. Ist das möglich? Ich möchte das mal versuchen, ob das jetzt geht. Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht zu weit. Moinsens. Hinter dir ist ein Riesentyp. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Okay. Ah, tatsächlich. Hey, da war ja gar keiner. Hm, habe ich wohl halluziniert. Tatsächlich. Okay. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, mir reicht's mit dem Scheiß. Oh, mein Magen. Was ist das für eine rosa Flüssigkeit? Für meinen Magen. Das Baby hier hat mir schon öfters das Leben gerettet. Kann ich's mal ausborgen? Verpiss dich, Grünschnabel! Oh Mann, ey. So verunreinigtes Essen. Kann ich das mitnehmen? Aha. Okay, und was kann ich damit machen? Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Okay, cool. Wir haben einen Wurm rausgefischt. Okay, was auch immer wir mit dem Wurm jetzt machen können, ich weiß es nicht. Säureregulator. Das klassische rosa Mittel gegen Sodbrennen. Ja, eine Flüssigkeit gegen Sodbrennen, alles klar. Denk nicht mal dran. Ich brauch das. Okay, okay. Okay, das können wir nicht einfach so mitnehmen. Schade. Mit Sleezy können wir nicht mehr quatschen, ne? Ich glaube, der Typ kann mir nicht mehr helfen. Nein. Okay, gut. Das geht nicht mehr. Gut, jetzt haben wir hier quasi ein Würmchen. Auch nicht schlecht. Murray kann man nicht mehr quatschen, ne? Ja, scheiß auf den. Nein. Gut, mit dem können wir auch nicht mehr quatschen. Was haben wir denn noch? Ah ja, genau, in der Bibliothek waren wir noch nicht. Das wollten wir auch noch machen. Das habe ich mir für diese Aufnahmesession aufgehoben. Dann wollen wir mal gucken. Dann schauen wir mal in die Bibliothek rein. Lalala, wer ist denn da drin? Ein Bibliothekar. Ein alter Sack namens Brooks, der hier auf die Bücher aufpasst. Alles klar. Und wir haben ein Hufeisen. Das ist nur ein Hufeisen. Ja, nimm's mit. Vielleicht bringt's Glück. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Mit bloßen Händen kriegst du das nicht ab? Momentchen. Dann sicher mit dem Brecheisen. Tatsächlich. Nimm's mit. Zap. Jawohl. Sehr schön. Somit haben wir sozusagen ein Hufeisen, wofür auch immer das gut ist. So, eine Krähe. Wer hält sich denn sowas als Haustier? Ja, das frage ich mich auch. Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Jo, eine Krähe als Haustier ist auch nicht schlecht. Der Wagen. Wozu braucht er eigentlich den Wagen? Den benutzt er eh nie. Woher willst du das wissen? Vielleicht ist das so sein, dass er die Gehhilfe zusätzlich. Ich nehme dem alten Mann doch nicht den Wagen weg. Naja, komm. So wie du drauf bist. Bücher. Können wir da was mitnehmen? Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Nein? Wenn ich die alle durchblättern muss, finde ich nie, was ich suche. Na, sprich doch mal mit dem Bibliothekar, vielleicht kann der dir helfen. Nur ein armer alter Mann. Was der wohl ausgefressen hat? Er ist der Bibliothekar oder der
die Bibliotheksaufsicht oder was auch immer, wie man den Typen auch nennt. Vielleicht kann er dir dabei behilflich sein, das richtige Buch zu finden. Sprich doch mal mit ihm. Guten Tag, mein Herr. Bitte? Guten Tag. Guten Schlag? Oh je. Kenn ich nicht. Ah, vergessen Sie's. Oh je, das ist einer, der schwerhörig ist und der alles immer falsch versteht. Ich suche was, was über selbstgebastelte Bomben. Haben Sie vielleicht was, Informationen über, wie man eine Mauer in die Luft jagt? Ich will mich über, kontrollierte Explosionen weiterbilden. Kontrollierte Explosionen, ja, es könnte sogar hinhauen. Ich will mich über, kontrollierte Explosionen weiterbilden. Du hättest schon früher lernen sollen, deine Emotionen zu kontrollieren. Dann wärst du vielleicht jetzt nicht hier. Ja, toll. Verwirrung. Nee, darum geht's nicht. Ich brauch was über selbstgemachte Bomben. Mit Katakomben ist das genau das Gleiche. Da wirst du hier nichts finden. Die Gefängnisleitung hält nichts von ausgedehnten Tunnelsystemen. Oh, scheiße, dieser Typ. Tja, gut, ich glaube, das hilft so nix. Moment. Okay, sehen Sie, ich glaube, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich heiße Randall Hicks, übrigens schöne Bücherei. Hören Sie, nochmal wegen des Buches, ich brauche was ganz Spezielles. Weißt du was, wir fangen einfach mal ganz von vorne an und wir stellen uns einfach mal vor. Okay, sehen Sie. Ich glaube, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich heiße Randall Hicks. Übrigens, schöne Bücherei. Oh, danke. Ungewöhnlicher Name. Sandalen? Wicks? Ich bin Brooks und das ist Jake. Sag, hallo, Jake. Hübscher Rabe. Jake, nicht Gabi. Er ist ein schöner Rabe. Zu Grabe? Ah, scheiße. Und ich dachte, das Bombenbauen wäre der komplizierte Teil. Imprägniertes Seil? Das hier ist eine Bibliothek und kein Zeughaus. Außerdem gehören längliche, flexible Sachen, die man zu dem knoten kann, zu den verbotenen Gegenständen in einem Knast. Mir fallen auch zwei gute Gründe ein, warum dem so ist. Hat der gerade Sandala Wix gesagt vorher? What the? Gut, der Mann ist wirklich nicht ganz koscher in der Birne. Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauche was ganz Spezielles. Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauche was ganz Spezielles. Okay. Was darf's denn sein? Ach, der hat doch verstanden, weißt du? Okay, was darf's sein? What the f... Was ist mit dir? Was ist mit dem Typen? So, okay, passen Sie auf. Ich will was in die Luft jagen, kapiert? Wie kommt es also ausgerechnet, Sie die Bibliothek betreuen? Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Sie sind zu schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Weiß nicht. Wir versuchen es einfach mal von oben nach unten. Ich will was in die Luft jagen. Okay, passen Sie auf. Ich will was in die Luft jagen. Kapiert? In die Kluft? Über Mode müsste was da sein. Ah, das habe ich nicht gemeint. Geweint? Was ist denn los? Lass doch den Kopf nicht hängen. Oh Mann! Oh je. Okay, nochmal. Hören. Okay. Wie kommt's, dass ausgerechnet Sie die Bibliothek betreuen? Weil ich mich mit Literatur auskenne. Oh, das hat er jetzt ohne Probleme verstanden. Super. Und genau das verstehe ich. Manches versteht er wieder super. Und dann, wenn es um das richtige Thema geht, dann versteht er wieder nichts. Weißt du, das ist ganz toll. Hören Sie nochmal wegen des Buches. Ich brauche was ganz Spezielles. Hören Sie. Okay. Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives. Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives. Naja, die Bücherei ist inhärent öffentlich.
Da kann ich nichts exklusiv reservieren. Wäre ja auch nicht nett den anderen Gefangenen gegenüber. Ja, klar. Oje, oje, oje. So, okay. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Ist es nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, ganz hervorragend. Erst war es ja ein bisschen bedeckt, aber jetzt kein Wölkchen am Himmel. Verdammt nochmal, warum verstehen Sie denn solche Sachen aber nicht, wenn ich nach einem Buch frage? Was für ein Buch? Oje, oje, oje. Mann, wieso? Wieso ist der so? Ich versteh's nicht. So, Promotion, bitteschön. Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Explosion. Aha. Du brauchst was über Explosionen? Wovon reden Sie denn da? Moment, Moment. Hey, ja. Darum geht's. Explosionen. Oh, verstehe. Okay. Also, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Na Gott sei Dank, ich dachte, es wird nie was. Eureka, ich war so kurz davor, sie einfach umzuhauen und mir die Bücher einfach zu klauen. Wow, endlich, war kurz davor aufzugeben. Also, können Sie mich hören? Wie spät ist es denn? Mir wird das hier zu blöd. Oh, ich fange wieder von ganz oben an. Na Gott sei Dank, ich dachte, es wird nie was. Na Gott sei Dank, ich dachte, es wird nie was. Chivas. Oh nee. Ach so, also doch was über Whisky. Oh nein, nicht schon wieder. Aha, jetzt muss ich wieder von vorn beginnen. Ach du Scheiße. Hören Sie. Okay. Ja gut, Promotion, so, bla bla. Heureka, ich war so kurz davor, sie einfach umzuhauen und mir die Bücher einfach zu klauen. Heureka, ich war so kurz davor, sie einfach umzuhauen und mir die Bücher einfach zu klauen. Eine Küche bauen? Hast wohl eine Großraumzelle abgekriegt, Junge. Meine Fresse, das ist kein Knast, ja, das ist ein Irrenhaus. Definitiv. Ich würde jeden Knast aus ihrem Haus bezeichnen. Auch wenn ich. Hören Sie. Auch wenn ich natürlich freiwillig keinen einzigen Fuß in eine Irrenanstalt setzen würde. Ganz ehrlich, diese Atmosphäre ist ein bisschen. Ja, ein bisschen creepy. So, Promotion bitte. So, bla bla. Wow, endlich. War kurz davor aufzugeben. Wow. Endlich. War kurz davor aufzugeben. Alles ausgegeben? Ja, ja, man muss sein Geld immer schön beisammen halten. Man glaubt's ja fast nicht. Eine Braut? Mann, du gehst aber ganz schön ran. Kenn ich ihn? Ist es einer von den Schwestern? Einer von den Schwestern? Also, ja, ich meine, gut, Ehe für alle und so, ne? Aber das, nein, ich bin, Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauch was ganz Spezielles. Okay, was darf's denn sein? Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Explosion? Wovon? Oh. So, okay. Also, können Sie mich hören? Also, können Sie mich hören? Nein, nein, ich will mich nicht hören. Oh, Scheiße. Bitte? Ja, gut, nochmal das Ganze. Hören Sie. Promotion, bla bla. Wie spät ist es denn? Wie spät ist es denn? Zeit, was in die Luft zu jagen. Aha. Stimmt's? Genau. Nun gut, mein Freund. Was genau willst du denn haben? Vielleicht kann ich ja helfen. Oje, oje. Ich will das nicht mehr. Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Hören Sie doch mal richtig zu, weil ich sonst aus der Haut fahre hier. Ich interessiere mich sehr für Roms Katakomben. Irgendwelche Bücher, in denen steht, wie man eine verstärkte Stahlbetonwand einreißt. Irgendwas über selbstgemachtes TNT. Ich verpiss mich. Ich fange wieder ganz von vorne, also von ganz oben an. Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Über Elektrik müssten wir was da haben. Die Herstellung von Dynamos wird nicht als gefährlich angesehen. Allerdings gibt's hier keine Fahrräder, wo du die anbauen könntest. Oh, im Ernst jetzt?